Ja, hallo zusammen, hier ist der FluxKommentator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir einen neuen Mitspieler auf meinem Kanal, wieder einmal. Und dieses Replay hat er gepostet in der World of Tanks Facebook-Gruppe, ja, Germany. Und das ist hier der Ceramic Life, wie auch immer das ausgesprochen wird, ist hier mit Tiger 1, den Sima Heavy der deutschen Fraktion, auf der Map-Küste im Süden gestartet. Achter, Sima Battle, wir haben hier 5 Heavys, stimmt, Quatsch. 5 Achter, 10 Siemer und darunter haben wir 5 Heavys, 4 mittlere Panzer, 2 TDs, 2 Lights und zweimal die Arti. Ja, ja, Reloadzeit 6:15 sehen wir hier. Eine Gunmarke da drauf und dann befindet er sich auch im Zug, habe ich fast vergessen zu sagen. Und zwar ist das ja Furna on Overture aus dem Clan PDVA, der den KOP 88 fährt, ne? Caro de Lassonte oder Assonte besser gesagt. So, ja, Munitionsverteilung haben wir hier 30 mal AP, Standardmunition 280 Damage, 203 Durchschlag, 35 mal Premium Munition APCR mit 237 Durchschlag und dann haben wir 7 mal HE mit 370 Damage und 44 Durchschlag. Ja, großes Medkit, großes Redkit und Schokolade als Ration haben wir einen Eagle 7 und schon mal ein Loch verpasst. Jawohl, 289. Erstmal schön in die Unterwanne. Erster guter Treffer. Eine Mission hat er auch am Start, können wir auch gleich mal gucken. Das ist nämlich hier schwerer Panzer 12, gut gepanzert in Richtung Objekt 260. Tja, E25 nehmen wir auch gerne. Da geht natürlich alles durch. Butterweich, die kleine Flitzekatze. Wir haben Tiger 1 im Achtergefecht. Erstmal ein bisschen zurückhalten, die ganze Sache hier unterstützen und erstmal abwarten, was, wie sich das Gefecht so entwickelt. Gegen Achter muss man nicht so gerade nach vorne preschen. Jetzt sieht es hier auf der Heavy-Ecke, sage ich mal so, an dieser Küste, ja, auf G89 bisschen stark rot da, die Gegner drücken der T26 E5 Patriot, dann haben wir den KV3 da, 7 Objekt 732, ne, ist da der 122, ja, auf den T29 UDIS 14.5 ist da unten am Start. Mal sehen, wie lange sie die aufhalten können. 2:2 steht es mittlerweile. Ich glaube, der unterhält sich hier mit seinem Zugpartner. Weil er geht gar nicht aus der Schützenansicht raus. So, Schwarzpanzer steht. Ketten sind runter. 200. Jawohl, da gibt es noch Unterstützungsschaden. Nächster Schuss geht rein. Reloadzeit, wie gesagt, haben wir hier 6 Sekunden. Ne, 6,15. Einziehzeit haben wir hier 2,4 Sekunden, vielleicht 2,2, ne? Mit Equipment und Schokolade gedrückt. 7 Grad kriegt der Kanone nach unten. 380 Meter Sichtweite der Tiger 1. Ja. Und wenn er nicht steht, fährt er 40 km vorwärts, 12 rückwärts. Jetzt haben wir auch die Stats dazu gesagt. 4:5 steht es. Wir sind jetzt hier 4 Minuten gespielt. Da ist wieder der Eagle 7. Ja, Kette gezogen. Und da gibt es Antwort. Ab in die Kette auch. Ja, sagen wir mal, groß und ganz so viel ist jetzt noch nicht rumgekommen, aber es wird besser, keine Sorge. So, die Gegner gewinnen da die Küstenlinie, so wie das ausschaut. Nur noch der T29 über, der sich zurückzieht. Ist zwar noch Full Dive. Ja, da kann nicht drauf wirken. So, sein Zugpartner hat auch schon ein paar verpasst bekommen. Ist auch Arti.
Ja, hat aber nur ein bisschen gestand, kein Splash. 5-7, zwei Panzer zurück. Sein Zugkamerad hat schon ersten Kill. Neun, drei Panzer zurück. Jetzt den KV-3 in Unterwanne. Jetzt kommt die Reload-Zeit zugute. Jawohl. Das gibt gute Löcher. Das gibt Belüftung in der Bude. Objekt 703. Da kommen wir nicht drauf. So. Erstmal rausgenommen, den KV-3. Erster Kill. 10-7, drei Panzer zurück. Oh, da ist Kanonenjagdpanzer. Bedroht die Basis bzw. auch die Arti. Fährt auch durch den Cap durch. Aber jetzt muss er sich erstmal hier. Oh, hier. Sein Zugpartner beschäftigt sich mit dem T26E5. Arti flüchtet. Und da kommt der Kanonenjagdpanzer. Jawohl. So, leider sein Zugpartner wurde jetzt vom Kanonenjagdpanzer rausgenommen. Und er greift an. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich wollte gerade was sagen und dann nimmt er den Kanonenjagdpanzer raus. Dritter Kill. Tiger 1. Rausgenommen. Am X1375, nächster Kandidat. Und raus damit. Vierter Kill. Jetzt geht's aber ab hier. Ja. Vier Kills. 10-13. Jetzt geht's aber hier vorwärts. Eine nach dem anderen. Der Start etwas schwierig. Na. Aber so ist es. Oh, da kommt der VK3002D. Penetriert nicht. Ah, der legt sich hier mit dem Tiger an. Das wird wohl nichts. Hat zwar jetzt penetriert hier. Da gibt es hier Schlagabtausch. So, jetzt wird erstmal gerammt nochmal. Und zack, raus. Kann er den VK3002D rausnehmen. Hat zwar aber ein bisschen HP gelassen. Wir sind jetzt bei 4011 Damage. Ruckzuck. Kam jetzt hier der Damage zusammen, 1070 geblockt, 658 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ja, was wird denn das hier? Der T26 Patriot wollte ihn hier rausnehmen, hat ihn auch penetriert, auch mit 178 nur. 234 Hitpoints bleiben ihm, sechster Kill, Krieger in der Tasche. So, alleine gegen zwei noch. Ja, Wahnsinn, was für eine Wende in diesem Gefecht. Da kommt der Eagle 7. Der hat noch nicht genug. Und gleich nochmal eine rein. Jawohl. Und bleibt da stehen. Und, also das gibt's ja gar nicht. So, bleibt da einfach stehen. Ja, kann er rausnehmen. Siebter Kill. Nur noch die Arti, die M12. 14-14. Also das hätte man nicht geglaubt am Anfang. Ne? Man hätte so am Anfang gesagt, oh ja, der Tiger steht mit dem Tiger 1 ganz schön weit hinten. Okay, muss ich zurückhalten. Ne? Aber schaut zu, wie das Team da zusammengeschossen wird. Und dann kommt die Wende. Die Gegner kommen mit wenig HP an. Und dann konnte er zuschlagen und einen nach dem anderen in die Garage schicken. Und das Ruder, das Gefecht rumreißen. So, jetzt erstmal die Arti finden. Teil der Mission hat er erfüllt. Tja, und wenn er die Stats dann schon sieht, naja, das seht ihr ja am Anfang gleich, ne? Dann wisst ihr ja, dass schon was jetzt kommt. Und das hätte man nicht gedacht. Dass das auf meinem Kanal in einen extra Ordner reinkommt. Also ich wollte es gar nicht glauben, nach dem Start vom Replay, da dachte ich, ist das überhaupt das richtige Replay dazu? Da passiert doch gar nichts.
So, 10 Minuten sind rum. Ja, ich glaube, die M12, die hofft auch darauf, dass er hier aufgeht, ne? Und man sieht ja durch den neuen Indikator da 234 Hitpoints. Also wenn sie richtig trifft, die M12, könnte sie auch das, den Sieg noch bringen für das Gegnerteam. Und da ist die M12, geht auf, steht, ja. Also sehr interessante Position für die M12. Ja, die kommt jetzt nicht mehr weg. Die kommt jetzt nicht mehr weg. Und ich glaube auch nicht, dass sie nochmal nachgeladen ist in der Zeit. Und da flüchtet sie. Und da ist Pixelschuss. Oh, ein Treffer. Und da muss er nochmal zweimal schießen. Ah, die hat verschossen. Und dann nimmt er raus. Das Gefecht zu Ende. Achter Kill, Radley Waters. Und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats der Überschrift. Lasse ich mal so weg. Und dann kommen wir hier gleich zur Auswertung. Dann haben wir das Panzerass, Handgottes, Schläger, Dolan, Wirkungsfeuer. 145.000 und 6 Credits. XP kommen wir später. Radley Waters für die 8 Kills. Dann haben wir Strahlband, Großkaliber, Krieger. Ab den 6. Kill gab es ja dazu. Und dann haben wir hier sogar eine Kamikaze. Ich glaube, das war ein Kanonenjagdpanzer angerammt, ne? Ja, und dann gehen wir in den Teamscore. Und da haben wir hier 5.315 Damage. Und 8 Kills und 2014 Basis XP. Und dann haben wir hier den Furna. Ja, Furna on Tour. Der hat 2275 Damage, 1 Kill und 876 XP. Dann kommandiert ein Report rein: 26 Mal geschossen, 23 Mal getroffen, 20 Mal durchschlagen, 1407 Damage über 300 Meter, 1310 geblockt und Aufklärungsunterstützungsschaden. Weiterer Mitspieler ist 908 Damage. Gefahren ist er 2,6 Kilometer fast. Und dann haben wir hier noch 57.579 Credits. Dann Missionsbonus 50.000. Und dann haben wir hier abzüglich Repair-Munition, bleibt ein Plus von 34.398, das Ganze in 11 Minuten 16. Und dann haben wir hier die Basis-XP mal 5, weil das auch wieder am Wochenende entstanden ist, ne? Oder irgendein anderes Ding, ist auch hier am 16.04., das ist auch schon wieder eine Weile her, jedenfalls war da mal 5. Und dann haben wir hier Platoon-Bonus 453, wie gesagt, die XP, die freie Erfahrung auch mal 5, haben wir 15.558 XP und 760 freie Erfahrung. Jawohl. Ja. Nette Runde. Am Anfang ein bisschen zu viel, würde ich mal sagen, ins Zielfernrohr geschaut, ne? Immer so in eine Schützenansicht. Und ja, die Sache zwar abgewartet, da dachte man, ja, aber das Ende, ne? Das Ende und das Ergebnis, das sagt alles. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und es gefällt, hoffe, dass es ihm gefällt, das Replay. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.